3, 2, 1, Start. 3, 2, 1, Start. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Play von Violent Hearts. Ihr seht, es geht auch schon übelst los. Achso, ah, okay. Ah, okay, die Dynamitstange. Achso, damit können wir die kleinen Panzer ausschalten. Oh, ernsthaft? Really? Wollt ihr mich verarschen? Ah! Der Arsch. Na gut, da kann ich nichts gegen machen. Oh, er bleibt zurück. Ah, jetzt kommen natürlich die Kleinen wieder. Ah, unser Auto, Taxi ist aber fast zerstört. Unser Taxi ist schon übelst mitgenommen. Jetzt kommen wieder die Granaten. Na, aufpassen. Okay, na, in der Mitte. Das wird man nicht überleben. Oh. Jawohl. Hat er mal die Luke aufgemacht, der Depp. Fand die Musik passend noch dazu. Was? Ach, verdammt. Die Musik ist so geil, dass die passend dazu. Jetzt läuft er auch noch Handgranaten auf uns. Ich glaub's nicht. Was ist das denn für ein Arsch, nur weil wir ihm eine Uniform geklaut haben? Das ist ganz schön. Ja, dann habe ich was für dich. Und tschüss. Bum, bum. Und der nächste. Und der auch. Huch, da. Nein, geh weg. Komm, mach deine Luke oben auf. Der Schneesturm wird auch mal schlimmer. Ah, fuck. Der sieht aber auch schon arg mitgenommen aus. Es ist so krass. Oh nein. Es ist so krass, die Musik. Oder so geil. Die Musik, die passt da voll zu. Oh, oh, achso. Nein! Oh, Mann. Ah, fuck, jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst. So, jetzt schmeißt er die Fässer raus. Ah, nein, ach Mann, oh. Mit den Fässern, das ist echt schwierig zu erkennen. Ah, fuck. Nein, 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 wo gehen die runter, wo gehen die runter, wo gehen die da, gehen die runter. Oh, fuck. Drin. Komm, mach deine scheiß Luke wieder auf. Mach deine scheiß Luke wieder auf. Ah, jetzt macht das er auf, na super. Nein, bitte nicht wieder sterben, bitte nicht. Ah! Alter Schwer. Ah! Fässer und auch noch. Naja, da war's für dich.
immer noch nicht. Doch, jetzt zerstört, zerstört, zerstört. Jawohl. Jawohl. Samuel. Endlich. Yeah. Huch. War jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Samiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Wir sind doch Deutscher. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Samiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Besetzt Samuel. Okay, wir sollen uns eine Uniform besorgen. Hey! Was nimmt ihr das? Ja, komm. Ja. Beste Wurst! Flux, flux. Fritte! Hinterhand Melle. Okay. Neues Tagebuch freigeschaltet. Was ist mit diesem Kriegsgefangenen im Lager passiert? Warum haben sie Karl erschossen? Ich hasse diesen. Wie kann ich Marie erzählen, dass er seinen Vater nie sehen will? Dann ist das mal in Ruhe durch. Sollten nur schnellstmöglich die Uniform wechseln. Mit der französischen Uniform im deutschen Lager. Ich hier meine Uniform? Jawohl, hier bekomme ich meine Uniform. Lumpen anfrotzen? Was? Ich finde aber die Französische schöner von der Farbe her. Ich sollte noch einen anderen Helm aufsetzen. Alter Fritte! Alter Fritte! Alter! Ja, ich brauche noch einen Helm und noch einen Tonster. Ich brauche noch einen Helm und einen Tonster. Hä? Hä? Warte mal. Keine Ahnung. Supi, danke dir. Warum gibt es Schlüssel? Also. Okay. Okay, oh Gott, hier gibt es so viel zu tun. Gibt es ja so viel zu tun. Wir brauchen noch einen anderen Helm. Nix, ich will nur den Schlüssel haben. Danke. Oh, gut gemacht. So, dann dürften wir ja am ersten Stock durch diese Tür hier durch. Gib mal Schlüssel her, Cleaner. So wie guter Hund, natürlich. Bester Hund ever. So, was gibt's hier? Ah, hier gibt's Helm. Endlich. So wie. Und eine Fahne. Ich habe aber immer noch keinen Code gefunden. Warte mal. 1, 2, 3. Hä? Ah, die Fahne können wir ja draußen an den Mast hängen, oder? Gott, rübsen die da rum? Thank you.
Zulze. Okay. Wie geil. 1821, also 815. Das ist ja geil gemacht. Also müsste jetzt 8. Eins und 5. Jawohl. Noch endlich unseren Tornister. Perfekt, da liegt da unten noch irgendwas. Noch ein Schwert, super. Oh nein! Angriff! Oh, nein, 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 oh, super. Der ist tot. Komm schon. Nein. Oh Gott, genau die Granate genau in die Granate reingelaufen. Der scheiß Gasangriff. Ja, ich komm ja schon. Oh nein! Der war doch so nett. Och Mann, warum mussten die Netten immer sterben? Oh, kann man denen nicht helfen? Nee, der ist tot. Der steht da und zittert, Feigling. Du bist ein Guter. Wo geht's jetzt hin? Attacke! Oh, warte mal, kann man hier was lesen? Ausdehnung des Gift... des Gaseinsatzes. Also im Krieg verwendet Giftgas schwerer als Luft und konnte daher in Schützencremestollen und Unterstände eindringen, wo es sich über langere Zeit hielt. Das zwang die feindlichen Truppen dazu, ihre Gräben zu verlassen und Gasmasken aufzuziehen, was den Kampfkraft deutlich vermindert. Im Laufe des Krieges wurden immer größere Mengen Giftgas eingesetzt. Heute stellen Reste von Giftgas für den ehemaligen Kampf gewesen. Okay. St. Miguel wurde im September von den Deutschen eingenommen. Die Strategie war die Frontlinie vorgelagert und trennte die Zufahrt zu Paris und Nancy. Die Truppen der Entente versuchten wieder unvergeblich die Stadt anzusetzen. Es gelang erst als frisch amerikanische Eintracht. Der Teleporterhund. Bekommen? Hä? Ist irgendwas nicht mitbekommen? Ach, da ist eine Leiter. Tatsächlich was nicht mitbekommen. Hab tatsächlich was nicht mitbekommen. Ah, da oben ist eine Gasmaske. Jawohl. Was ist mit dem Hund? Der braucht auch eine Gasmaske. Der ist für den, ach, die ist für den Hund. Ach, wie geil. So, jetzt brauchen wir ja nur noch eine Gasmaske.
Und da liegt auch schon eine. Und der Hund hat ja eine, dann kann er da mal hin und kann uns... Wie... Oh, da liegen Bomben. Da freut er sich. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Auf Sieg, bitte! Ich habe schon wieder keine Waffe. Und kabumm! Ja, die feiern mich, weil ich einen Hebel gezogen habe. Er greift nur mit dem Stock an. Kann man machen. Kann man machen. Und jetzt auch noch Fliegerangriff. Auch das noch. Hä? Herr Übel, Ügel 145. Hä? Nee, das war's auch nicht. Das ist das Haus da hinten, was wir treffen müssen, oder? Nee. Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Komm mal machen. Kann ich denn durch? Ach so, ah ja. Gut. Ah, okay. Na gut. Könnt ihr noch irgendwas machen? Also kann ich was mitnehmen? Einen goldenen Helm. Ich habe den goldenen Helm. Da ist natürlich nichts drin. Ah, MG-Feuer, 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 MG-Feuer. Ah, es war so klar. Ach, Mann. Mich trifft's und den anderen nicht. Wieder der deutsche der schwarze stirbt wieder zuerst. Wieder immer so typisch. Schneller, Attacke! Schnell die Artillerie ausweichen. Lustig, dass... Und auch noch ein Flugzeug. Nein, 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 geh weg. Achte, das stürzt ab. Ah, das war aber knapp.
Gut. Okay, wir sollen wahrscheinlich, dafür fehlt uns auch ein Rad. Aber wir machen mal wieder eine kurze Pause, weil 20 Minuten sind wieder um. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis dann, ciao. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Violent Hearts hier auf meinem Kanal. Das nehmen wir mal mit. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Granaten. Da ist ein Hebel. Da fehlt ein Hebel. Da lag irgendwas. Da lag nichts.